Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ihr habt es schon im Titel gelesen. Heute packe ich mein Schminktäschchen für den Kurzurlaub mit euch. Hier ist das gute Teil und ob es ausreicht, ich vielleicht sogar ein kleineres Körbchen brauche und was ich alles für ein langes Wochenende auf Helgoland mitnehme, das erfahrt ihr in dem Video und wenn ihr Lust drauf habt zu erfahren, was sich in diesem Körbchen befindet, wie dieser Look entstanden ist, dann bleibt einfach dran. Let's get it started. So, ready for the Kurzurlaub. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Etwas mehr als 24 Stunden. Wir haben es jetzt 7:45. Morgen um 8 brechen wir auf in unseren Kurzurlaub nach Helgoland. Zeit also, sich Gedanken zu machen, was nehme ich denn an Kosmetik mit? Erstmal trinke ich einen Schluck hier. Mein Glücksmoment. Passt doch fast dazu, weil Helgoland habe ich mir quasi gewünscht. Ich habe zu Sven gesagt, ich würde so gerne mal nach Helgoland. Und das hat er dann für bare Münze genommen. Das ist gut doch so. Es ist auch gut so. Und morgen fahren wir nach Helgoland. Er hat mir diesen Kurzurlaub zum Geburtstag geschenkt, mein Schätzchen. So, ich mache mich mal fertig, weil auch im Kurzurlaub wird sich geschminkt. Also ich zumindest, weil ich werde sicherlich auch vloggen und ich möchte nicht so vor die Kamera treten. Der ein oder andere mag das überbewerten, das ist auch okay so. Oder mag sagen, so von wegen, im Urlaub schminke ich mich nie. Was schminkst du dich im Urlaub? Warum gibst du dem dich hin? Es ist für mein Wohlbefinden. Ich möchte eine schöne Zeit haben und ich möchte mich wohlfühlen und mir keine Gedanken machen, treten meine Rötungen jetzt stark hervor oder nicht. Und deswegen wenigstens ein bisschen. Ich habe heute Morgen schon Haare gewaschen, damit ich damit die nächsten 2 Tage Ruhe habe. Und ich bin schon quasi einmal durch. Wenn ihr die Haare föhnen müsst und bei den Temperaturen momentan, macht das echt keinen Spaß. So, wir sind 3 Tage weg. Also wir fahren morgen früh und kommen Sonntag spätabends wieder. Haben also Samstag, also wir haben 2,5 Tage auf Helgoland für uns. 2 Tage, in denen ich mich schminken möchte, schminken muss, je nachdem, wie man das sieht. Und deswegen möchte ich es eigentlich, weil wir auch mit kleinem Gepäck reisen, so minimalistisch wie möglich halten. Und ich habe mir schon mal ein paar Sachen zusammengesucht, die ich in mein Schminkkörbchen packen werde. Und ich versuche mich sehr zu reduzieren und auf Sachen zurückzugreifen, die ich im Urlaub gerne nutze und keine neuen Sachen mitzunehmen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man in den Urlaub keine neuen Sachen mitnimmt, weil dann nimmt man dann auch die alten Sachen mit, falls die neuen nicht funktionieren. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Also der Urlaub ist nicht die Zeit, um neue Kosmetik auszutesten. Das erste, was ich mir einpacke, ist ein Handspiegel und zwar einer, der auch eine Vergrößerung hat. Und meine kleine Tweezerman-Pinzette. Das ist mein Go-To. Ohne Pinzette kann ich nirgendwo hin, wenn so die kleinen Hexenhärchen wachsen oder hier so mal ein kleines Barthaar stiepselt. Ne? Da fühle ich mich nicht wohl. Ich brauche meine Pinzette. Und als Base möchte ich auch nicht hier das Große mitnehmen. Selbst in der Pflege reduziere ich mich sehr. Für die 2 Tage wird das auch mal gehen. Deswegen werde ich mir mitnehmen für die Base von Lancaster Skin Life. Das ist so eine kleine Luxusprobe. Die habe ich schon mal getestet. Die ist so ein bisschen rosa. Das ist Skin Life. So quasi ein Primer Moisturizer. Ist so ein bisschen rosa, ein bisschen flüssig. Und da werde ich mir ein bisschen Glow Cherie von L'Oreal reinhauen. Ich habe ja hier die... Oh Gott, ich habe euch die schon mal gezeigt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, welche ich hier habe. Light Glow. Light, ich glaube, das ist der 2. Ton. Das mixe ich mir und trage mir das als Base einmal, damit ich ein bisschen Glow im Gesicht habe, weil ist ja auch sowas wie Sommerurlaub, ne? Es ist kein Badeurlaub, also wir werden sicherlich mal rüber zur Düne fahren. Ich habe auch Badezeug schon eingepackt, erstmal anprobiert, ob es mir noch passt.
ob die Gummis alle noch okay sind. Nicht, dass man dann da steht und es rutscht einem die Badehosen, weil die Gummis irgendwie morsch geworden sind über den Winter. Die Nordsee ist noch nicht warm genug, als dass wir baden gehen könnten. Deswegen kann ich mir auch Make-up auftragen. Wenn ich einen Badetag habe, dann trage ich natürlich kein Make-up auf, wenn wir an den Strand fahren. Sonnenschutz habe ich übrigens auch drauf, ganz wichtig. Helgoland liegt mitten in der Nordsee und die Reflexion des Wassers, da ist die Sonne immer gleich noch stärker. Deswegen guten Sonnenschutz drauf. So, Base ist drauf und jetzt werde ich ein bisschen abdecken, meine Rötung. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal mein Bye Bye Under Eye mit. Obwohl, eigentlich brauche ich den auch gar nicht. Unnötiges Gewicht. Seht ihr, gut, dass wir mal drüber sprechen. Ich werde mir einfach hier dieses kleine Probenteil von Michaela Konrads mitnehmen. Das mache ich ja jetzt die Tage auch schon immer. Jetzt fällt es mir hier glatt raus. Da sind ja drei so kleine Pröbchen drin. Und dann gehe ich immer mal so quer rüber. So zack, zack, zack. Den Charlotte Tilbury Pinsel nehme ich dann dafür mit. Ich hätte für das Bye Bye Redness auch einen Pinsel mitgenommen. Das wäre dieser Stippling Brush gewesen. Den könnte ich hier wieder reinpacken. Brauchen wir nicht. Also, wir reisen mit kleinem, leichten Gepäck. Ist übrigens auch, wenn man mal irgendwann mal wieder mit dem Flugzeug verreist und sei es auch nur kurz, sind die Produkte auch super, weil ich habe so gut wie keine Flüssigkeiten dabei. Die beiden Lotions jetzt, aber die laufen eher weniger aus, aber ich habe keine Flüssigfoundation dabei. Zumindest habe ich nicht vor, eine mitzunehmen. Hier haben wir nichts Flüssiges, das kann uns nicht auslaufen und das ist total leicht. Weil wir müssen das Ganze ja auch noch schleppen, weil wir müssen ja hier erstmal mit den Öffis, oh Gott, wir fahren morgen mit Öffis, lange nicht mehr gemacht, zu den Landungsbrücken. Von da geht der Katamaran. Und wir müssen ja auch vom Katamaran wieder zu unserem Hotel, aber ich glaube, das ist nicht weit. Hotel Seeblick sind wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat Sven alles gebucht. So, Rötungen abgedeckt. Das reicht. Für den Urlaub reicht das. Das kommt ins Täschchen. Ich habe hier mein Schminktäschchen. Ist ein bisschen groß. Vielleicht nehme ich nachher auch noch ein kleines, aber das ist das, wo ich das erstmal reinfeuer. So, und als Foundation habe ich mir gedacht, ich nehme in den Urlaub unheimlich gerne meine Mineral Foundations mit. Und ich habe ja von diesen losen drei Stück. Ich habe die Bare Minerals, ich habe die Nude by Nature und ich habe die von Laura Mercier. Und ich mag von allen dreien eigentlich am liebsten die Nude by Nature. Und ich habe die in zwei Farben. Und zwar NW4 Soft Sand und N4 Silky Beige. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Doch, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Die ist ein bisschen heller und die ist ein bisschen dunkler. Das ist eigentlich das, was ich mit nach Dänemark nehmen würde. Wenn ich dann nachher wirklich auch Sonnenbräune habe, Ende August, und wir sind ja auch 14 Tage in Dänemark, das heißt, wir werden das ein oder andere Mal auch in der Sonne liegen, und ich glaube, dann passt das ganz gut. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen teste ich heute mal den helleren Shade, ob er mir zu hell ist. Wenn ja, nehme ich den dunkleren mit, aber ich glaube, das sollte ganz gut passen. So sieht das Teilchen von innen aus und ja, hat so ein Netz mit drin, und ich nehme mir hier einen Pinsel. Den kann ich nämlich auch gleich noch weiter verwenden. Das ist der von Mrs. Wonderful. Ist das der von Judith Williams? Ja, das ist der von Judith Williams. Ist auch so ein zweiteiliger. Ich könnte auch mir vorstellen, den mitzunehmen, aber den muss ich erstmal waschen. Den muss ich ganz dringend waschen. Der ist sauber und den habe ich schon ausprobiert für Mineral Foundations. So, was man hier jetzt macht, ist aufnehmen und reiben. Mineral Foundations leben von Wärme. So, und dann tragt ihr euch die einfach nur auf. Und das ist für einen Urlaub einfach das Beste. Das hat nicht viel Gewicht, das kann euch nicht kaputt gehen, das kann euch nicht auslaufen und es ist super schnell appliziert. Es ist vielleicht nicht so wahnsinnig deckend, obwohl man die Deckkraft auch aufbauen kann. Und ich finde es für den Sommer eigentlich am angenehmsten, gerade im Sommerurlaub. Bisschen Glow habe ich ja drunter, durch mein Glow-Sherry.
So, dann können wir das ein bisschen runterblenden und ich glaube, der Shade passt gut. Was ich jetzt vergessen habe, war Concealer. Den nehme ich mir aber sicherheitshalber noch mit. Den trage ich bei der Mineral Foundation unten drunter auf, weil ihr habt es jetzt abgepudert und dann mit einem flüssigen Produkt drauf zu gehen, ist glaube ich nicht ganz so gut, obwohl ich war jetzt noch gar nicht so sehr in dem Bereich. Mache ich es noch oder mache ich es nicht mehr? Ich mache es heute nicht mehr. Aber ich nehme mal meinen Concealer mit und zwar ist das der Pro Longwear von MAC. Ich könnte vielleicht jetzt mal ein bisschen noch mit dem hier reingehen. Hier, das ist ja auch so dieses Abdeckzeug. Da nehme ich einfach den kleinen Pinsel und kann dann vielleicht da noch mal ein bisschen, obwohl der jetzt nicht hart genug ist. Das klingt auch, der Pinsel ist nicht hart genug. Ah doch, es nimmt auf. Dass ich zumindest hier den dunklen Bereich am inneren Auge abgedeckt habe, aufgehellt habe. So ganz leicht, ein bisschen Concealer wenigstens. Da ist noch ein bisschen Nacht. Ja, minimal. Zumindest hier drinnen das Dunkle abdecken. Das heißt, ich bräuchte noch nicht mal einen Concealer mitnehmen. Schauen wir mal. Warum nehme ich eigentlich die? Ich habe ja hier auch noch eine Rückseite auf dem Pinsel. Siehst du, und mit dem trägt sich das auch besser auf. Eigentlich brauche ich gar keinen Concealer. Ich vergesse ihn sowieso meistens. Ich kann ihn jetzt auch mal drin lassen. Das frisst jetzt kein Brot. So. Hier kann ich noch ein bisschen aufbauen. Habt ihr das gerade gesehen? Vorher war es noch ein bisschen rot. Jetzt gehe ich noch mal drüber, decke mir das noch mal ein bisschen ab und ein bisschen rot darf ja auch sein. Und mit dem Rest, was auf dem Pinsel ist, gehe ich noch mal übers Auge. Nicht direkt mit dem frischen Pinsel, also wenn ihr frische Foundation aufgenommen habt, weil das verträgt sich mit dem Concealer nicht so gut. So, die Entscheidung ist gefallen. Ich nehme den helleren Shade mit, also Nude by Nature W4 Soft Sand. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Farbe im Gesicht und da bin ich ein bisschen am Überlegen zwischen zwei Concealern, Bronzern. Und zwar habe ich hier, ich hatte ja noch meine Kiste gepackt, weil ich ja noch Mineral Foundations mit euch mal aufbereiten will, das Thema. Und bei Minerals habe ich zum Beispiel auch einen Bronzer, das ist Fair to Light. Und ihr seht, den habe ich tatsächlich schon gerne benutzt. Den hätten wir. Und wir hätten natürlich noch meinen Liebling, den Butterbronzer. Die nehmen sich von der Farbe her nicht so wahnsinnig viel. Ich fange mal mit dem Butterbronzer an und nehme auch den Pinsel. Oh, ich liebe den. Ich mag den total gerne. Weil der ist schon pigmentiert, aber auch nicht überpigmentiert. Ich mag den Geruch sehr gerne. Den muss man allerdings mögen. Den mag nicht jeder. So, und das ist der Butterbronzer. Und jetzt nehme ich mal den von Bare Minerals. Ich glaube, ich nehme den Butterbronzer mit. Ich kann ja jetzt noch nicht mal sagen, warum, wieso, weshalb. Er hat ein bisschen, doch, kann ich euch sagen, er hat ein bisschen mehr Glow. Und Glow wollen wir im Urlaub. Also, mein All-Time-Favorite darf mit, der Butterbronzer. Bare Minerals geht gleich wieder in die Schublade, weil ich ja, ihr habt euch ja auch gewünscht, Bronzer mal zu zeigen. Da nehmen wir damit rein. Was ich noch mitnehme, ist mein Duttkissen. Das sieht jetzt gerade ein bisschen schlimm aus, ne?
Weil in dem Duttkissen kann ich meinen Pinsel sauber machen, wenn ich mit Puderprodukten gearbeitet habe. Das Duttkissen kann ich auch mal auswaschen. Das nehme ich mir jetzt einfach mal hier, um den Pinsel sauber zu machen, weil ich nehme auch nur den Pinsel jetzt weiter mit an für Puderprodukte. Lidschatten. Ich bin am Überlegen, ob ich meine Natasha Denona mitnehme für abends. Aber ich glaube, ich schminke mich ja eigentlich nur zweimal, nämlich am Samstag und am Sonntag. Und ich bin eigentlich nicht der Typ, ich muss noch mal was trinken. Ist noch früh am Morgen und die Polizei ist noch gar nicht gefahren, ne? Ich bin nicht der Typ, der sich am Tag noch mal groß abschminkt für den Abend und wir haben jetzt auch nicht vor, abends besonders luxuriös essen zu gehen. Deswegen denke ich, werde ich mein Tages-Make-up vielleicht abends nur ein bisschen auffrischen. Und dafür nehme ich mir mit mein Color Tattoo On and On Bronze. Neulich habe ich Bronze und Bronze On gesagt. On and On Bronze. Und der ist mir ja kurz vorm Eintrocknen. Deswegen will ich den noch mal ein bisschen reaktivieren. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt die obere Schicht angelöst habe. Ich muss schon ganz schön reingehen, aber das ist der Ton und den trage ich mir einfach nur auf das bewegliche Lid auf. Ich will ja im Urlaub kein großes Wawawum Augen-Make-up machen, aber ein bisschen was möchte ich drauf haben. Und das ist ein Look oder ein Ton, der zu jedem Look passt. Das heißt, ich muss nicht noch einen zweiten mitnehmen. Ich könnte mir natürlich, wenn ich jetzt Lust habe, noch das Gold Mirage mitnehmen, das ich auch ganz gerne mag mittlerweile. Das ist ja dieser Rosé-Ton. Aber ich glaube, ich möchte ja so einen Urlaubs-Bronzy-Look haben. Da ist der ganz gut. So, dann nehme ich mir jetzt hier die Rückseite des Pinsels und blende mir den ein bisschen nach oben aus. Ist ja jetzt auch ganz gut, mal zu testen, welche Pinsel man braucht. Ich brauche noch einen kleinen schmalen, um mir den Lidschatten mit nach unten an den unteren Wimpernkranz zu ziehen. Das ist von Ebelin, so ein Pointed Brush. Der ist sehr fest gebunden und mit dem lassen sich Cremeprodukte sehr gut aufbringen. Und dann nehme ich mir noch mit von Wet n Wild den Nutty, den Noisette-Ton. Und damit sette ich mir den Lidschatten am unteren Wimpernkranz. Ihr seht, das fällt jetzt nicht wahnsinnig auf, ne? Aber soll es auch nicht. Wir fahren ja hier nicht zu Glamour Fashion Week. Und da nehme ich mir auch wieder den Pinsel auf der anderen Seite und gebe mir davon noch ein bisschen in die Lidfalte. Zur Glamour Shopping Week oder zur Glow oder was weiß ich wohin, wo wir den richtig strahlenden Auftritt brauchen, sondern das ist Sommerurlaub. So, ein bisschen ausblenden. Die beiden dürfen mit. Augenbrauenprodukte mache ich keinen Terz. Ich habe im Moment den Total Temptation von Maybelline in, oh, das sieht man immer so schlecht, besonders wenn man keine Brille auf hat. Es ist so ein mittlerer Braunton. Das ist der nächste, den ich leer mache. Ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel dabei. Ein bisschen die Lücken auffüllen, ein bisschen die Augenbrauen definieren, kein Riesenterz machen. Bei dieser rutsche ich immer gerne mal ein bisschen ab. Und das Make-up kriege ich wirklich auch hin, während Sven im Bad ist. Dann stehe ich eben mal als erstes auf. Das machen wir im Urlaub eigentlich dann, also nicht auf Fanö, weil da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn wir im Hotel sind, stehe ich immer als erstes auf, gehe duschen und während er duschen ist, schminke ich mich. Deswegen auch der Handspiegel.
Und deswegen auch nicht so viel Equipment, weil mit Handspiegel und dann, das funktioniert nicht so. Und meistens hat man auch nicht so das perfekte Licht. Deswegen sollte man schon Make-up nehmen, was man schnell auftragen kann, was man im Prinzip auch im Schlaf auftragen kann, weil gerade im Hotel habt ihr immer so schlechtes Licht für Make-up. Und ich habe jetzt nicht noch Lust, mein Beauty Light mitzuschleppen. Wie gesagt, das ist Sommerurlaub. So, Augenbrauen sind auch on the go. Also ich habe jetzt hier noch von Love mein altes Augenbrauen-Gel, aber da könnt ihr auch das Make Me Brow oder so nehmen. Kein Riesenterz. Wimperntusche habe ich in meine kleinen gegriffen und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Giorgio Armani, die stempelte, glaube ich, nach oben ab, ne? Ich packe sie aber trotzdem mal ein und ich habe hier noch Artico All-in-One Mascara. Die hat so ein normales textiles Bürstchen. Ja, ein schönes Schwarz. Fächert sehr natürlich auf, also gibt euch nicht so einen verklebten Look. Einen leichten. Was ich vielleicht überlegen sollte, ist eine wasserfeste Mascara, ne? Also wie gesagt, ich will damit ja nicht baden gehen, aber wenn man schwitzt, ist die waterproof? Nein. Ist die waterproof? Nein. Also nehmen wir die Lancôme mit. Ist zwar jetzt eine große, aber die ist wenigstens waterproof. Und da nehme ich auch nur die mit. Siehst du, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, ich glaube, die reicht. Wir wollen ja jetzt nicht hier irgendwie den Wawawum-Aufschlag machen. So. Micellenwasser zum Abschminken habe ich dabei, obwohl die ja auch immer gerne mal hier so auf den Dings matscht, ne? Was haben wir denn noch für eine wasserfeste Mascara? Habe ich noch eine? Ansonsten habe ich gar keine wasserfesten Mascaren mehr. Ich werde mir gleich noch eine Reisepackung Q-Tips mit reinpacken. Also, was machen wir denn jetzt? Ich denke, ich nehme mal die Giorgio Armani mit und ich nehme die mit. Daran schleppe ich mich jetzt nicht tot. Ich brauche eine wasserfeste. Ja. So, jetzt könnte ich überlegen, ob ich einen Eyeliner, das sollte ich jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät zu überlegen, aber brauche ich einen Eyeliner oder brauche ich keinen? Keinen. Brauchen wir nicht. So, Blush. Große Frage. Ich mag ja sehr gerne meinen von Artico, weil das ist so ein. Den kann man zu allem tragen. Und ich habe den. Luminoso von Milani. Wie abgekrabbelt der hier vorne schon ist, kann man gar nicht mehr lesen. Den Luminoso. Der zaubert natürlich eine schöne Frische und auch ein bisschen Glow ins Gesicht. Das macht der andere nicht. Und der ist so ein bisschen in die
Peachy-Richtung. Ich hätte natürlich auch noch den L'Oreal Blush, Le Blush in der 120 in der Sandalwood Dingsbums. Man könnte jetzt sagen, nimm doch beide, aber was möchte ich denn für einen Lippenstift mitnehmen? Vielleicht sollten wir mal nach Lippenstift gucken. Also zur Auswahl stehen beim Lippenstift der Pillow Talk von Charlotte Tilbury, und zwar in dieser neuen Formulierung, in dieser schieren Formulierung, die auch ein bisschen leicht glänzend ist. Oder aber wir nehmen einen nudigen, der ein bisschen mehr ins Peachige geht. Da könnte ich mir vorstellen, den neuen mitzunehmen von Catrice Clean ID. Obwohl der ja auch mehr so, haben wir ja neulich festgestellt, der geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ich hätte noch den richtig nudigen. Nee. Nein. Wir bleiben bei Pillow Talk. Wobei ich mir wahrscheinlich auch den von Catrice noch mit einstecke. Aber wir bleiben bei Pillow Talk. Da habe ich auch gleich noch ein bisschen Glanz mit dabei. Und dann könnte ich mir, wenn ich noch mal ein bisschen nachtragen will, obwohl, nein. Lipgloss ist an der See, weil dann hängen euch ständig die Haare mit drinne. Ich werde mir den nichtsdestotrotz trotzdem mitnehmen. Das ist von Artico. Das ist ein ganz alter. Der riecht aber noch gut. Der Geruchstest ist immer so der wichtigste. Frag mich nicht, welche Nummer der hat. 26, 34K Glamstar Lipgloss. Ach so, hier die 26. Da unten. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Der riecht aber noch super. Den kann man auch gut alleine tragen. Also, ich nehme mit Lippenprodukte. Ich werde mir den Pillow Talk Lip Liner mitnehmen. Ich werde mir den Pillow Talk in der schieren Variante mitnehmen. Für die Handtasche vielleicht den brauche ich den oder brauche ich den nicht? Ich brauche ihn nicht und auch den Lipgloss brauche ich nicht. Die beiden kommen mit. So, und stellt sich immer noch die Frage, es würden beide Blushes dazu passen. Was will ich denn für Klamotten mitnehmen? Wenn ich das rote Shirt mitnehme, ist vielleicht so ein Peachy Blush nicht unbedingt. Komm, wir versuchen den mal. Doch. Mein erster Instinkt war der Art Deco. Mein zweiter dann der Luminoso, weil er einfach für den Sommer so schön ist. Und wir nehmen den Luminoso. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Ich werde das Video ja erst veröffentlichen, wenn wir wieder da sind, weil ich für den Rest schon vorbereitet habe. Ob ich euch jetzt einfach an den Schluss nochmal ein Fazit setze, ob ich damit ausgekommen bin oder ob mir was gefehlt hat. Ich habe keine weiteren Augenpinsel, nur den einen für die untere Augenpartie. Ansonsten habe ich nur diesen Pinsel dabei und den für die Cremeprodukte, den Charlotte Tilbury. Luminoso nicht vergessen einzupacken. Ich hätte ja auch gerne den mitgenommen, aber das passt da nicht so zum Look und ich möchte ja bewusst minimal sein. Also das ist jetzt drin in meinem Schminktäschchen. Ich kann ein kleineres nehmen. Ich muss gar nicht das große mitnehmen. Das ist meins für die Woche. Und habe ich jetzt die richtige, ja, Foundation. Und das ist mein Urlaubslook. Der gefällt mir gut. Der ist minimalistisch. Der ist trotzdem
dass ich mich wohlfühle. Man sieht aber nicht unbedingt, dass ich so wahnsinnig geschminkt bin. Ein bisschen was modelliert und damit kann die schöne Zeit auf Helgoland losgehen. Und wenn man mal ein Bad Hair Day hat oder man möchte vielleicht doch einen Lip Liner oder einen Lip Gloss verwenden, hier mein Haarreif werde ich noch mitnehmen, dann ist immer gut, und das ist sowieso gut für den Teint, ein Hütchen aufzusetzen. Und das ist mein Lieblingsurlaubshut. Den habe ich mir mitgebracht aus Lucca, als wir die Mittelmeerkreuzfahrt hatten 2016. Da habe ich mir den Hut in Lucca gekauft und ich liebe ihn heiß und innig. Er spendet mir Schatten und den werde ich wahrscheinlich auch mit nach Helgoland nehmen. Und wenn man mal einen Bad Hair Day hat, dann kann man das ganz gut darunter verstecken. Und jetzt freue ich mich auf morgen, auf dass es endlich losgeht nach Helgoland. Und ich werde euch berichten, auf meinem Hauptkanal wird es sicherlich im Vlog dann eine Sequenz dazu geben. Und ich werde euch nach meinem Urlaub hier nochmal mit reinschneiden, ein kurzes Feedback, ob und wie ich denn mit meinem minimalistischen Make-up für den Kurzurlaub ausgekommen bin. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Überdenkt vielleicht auch mal, was nehmt ihr alles so mit in den Urlaub? Für mich ist es jedes Mal eine Herausforderung und es wird auch eine ganz große Herausforderung, wenn wir nach Fanö fahren, dass ich nicht zu viel mitnehme. Und ja, schreibt mir mal mit in die Kommentare, ob ihr Make-up mit in den Urlaub nehmt, ob ihr euch im Urlaub jeden Tag schminkt oder ob ihr sagt so von wegen, nee, ich gönne meine Haut da eine Auszeit und damit will ich mich im Urlaub nicht beschäftigen, ich nehme gar nichts mit. Oder aber, was muss bei euch auf alle Fälle mit in den Urlaub? Schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen, bin ich sehr gespannt, was ihr so mitnehmt und vielleicht kann ich da ja für mich auch den ein oder anderen Tipp noch mitnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und habt viel Spaß und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Und da bin ich wieder zurück aus dem Kurzurlaub. Ich nehme mal meine Sonnenbrille ab, sonst sehe ich euch nämlich nicht. Und ja, frisch erholt, zurück von Helgoland. Ich habe heute Morgen schon Haare gewaschen und ich habe, man sieht es unschwer, den Hut wechseln müssen. Weil als wir hier losgefahren sind, habe ich meinen Hut aufgesetzt und hatte so ein bisschen Teile von meinen Blüten in der Hand. Das war ja der eigentliche Hut, den ich geplant hatte aus Lucca. Den Hut habe ich mir letztes Jahr für Griechenland gekauft. Der hat mir auch gute Dienste geleistet, weil der hat ein bisschen eine breitere Krempe. Und man kann ihn auch ordentlich schattig tragen. Ne? Also man kann ihn auch hochklappen. So trage ich ihn meistens. Man kann da ganz viel mitmachen. Und man kann ihn auch in den Koffer stecken. Das habe ich jetzt nämlich auf dem Rückweg gemacht. Man kann, weil es ein bisschen bedeckter war und ich keinen Hut brauchte, man kann ihn in den Koffer stecken, ohne dass er großartig verschnüffelt. Jetzt nehme ich den mal ab. Wir wollen ja ein kurzes Fazit. Ich habe heute Haare gewaschen, weil die waren so wild durch die Sonne und den Wind und auch die Feuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit. Wir hatten es einen Tag ziemlich schwül warm. Dann, und auf der Insel, da ist die Luftfeuchtigkeit dann höher und dann machen meine Haare immer so wusch.
Hat mich aber nicht gestört. Ich hatte entweder den Hut auf oder sie waren eh durch den Wind total zerzaust. Deswegen, aber ich musste sie heute Morgen waschen, weil das ging gar nicht mehr. So, ich habe mich heute, wir wollen ja kurz nochmal Fazit machen zu meinem Schminktäschchen. Ich habe mich heute Morgen auch nochmal mit den Produkten geschminkt und das war alles super. Das hat super geklappt. Ich bin super damit klargekommen. Wir hatten natürlich wieder scheiß Licht im Bad. Also das Badlicht war richtig schlimm. Man hat in den Spiegel geguckt und hat gedacht so, um Gottes Willen, ist dir irgendwie übel? Man war total, ich sah total grün aus im Gesicht. Das war keine gesunde Gesichtsfarbe. Aber wie gesagt, in der Zeit, in der Sven sich dann geduscht hat, habe ich mich geschminkt. Jetzt hat hier gerade was, ach, das ist die Tür. Wir haben die Balkontür noch auf und es ist windig in Hamburg. Und ja, da war ich dann fertig. Also 10 Minuten Razzifazzi ging super. War ja auch gut vorbereitet. Die einzelnen Schritte haben gesessen. Gestern habe ich sogar den Primer-Schritt vergessen. Urlaubsdemenz. 2, 3 Anmerkungen noch mit dazu. Den Concealer habe ich gar nicht gebraucht, weil ich hatte ja diese kleine Concealer-Palette, diese Probe von Michaela Konrads. Ja, da sind ja, die sieht ein bisschen abgeranzt aus. Ich mag die gar nicht in die Kamera halten. Aber wie gesagt, das ist ja eine Probe. Und ich gehe mal über alle Farben rüber. Muss ich mal aufmachen. Und das funktionierte wunderbar. Also die beiden Töne habe ich auf dem Gesicht verwendet. Den hier im inneren Augenwinkel, um das ein bisschen aufzuhellen. Das hat alles super funktioniert, um die Rötung abzudecken. Ihr seht es. Ich habe natürlich meinen Sonnenschutz immer getragen und auch den Hut, aber meine Nase hat ein bisschen was abgekriegt und trägt sich ja auch die Foundation auf meiner Nase immer ab. Also es wird in den nächsten Tagen so sein, dass uns so ein roter Kriechkolben immer anguckt. Es sieht in echt nicht ganz so schlimm aus wie im Display, aber die Kamera holt auch immer noch mal ein bisschen was raus. Ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen verbrannt und zwar an den Armen. Das sieht man jetzt aber nicht mehr, das hat sich ganz gut weggebräunt. Was man bei mir halt so Bräune nennen kann. Hier ist es noch ein ganz klein bisschen, aber nicht schlimm. Ich bin da gleich immer abends mit ordentlich Ladung Apres-Sun drüber, 2, 3 Schichten drauf. Ich hatte mich auch hier oben ein bisschen verbrannt, weil wir waren, als wir am Freitag angekommen sind, haben wir erstmal so ein bisschen Powernapping gemacht und dann sind wir hoch aufs Oberland und sind diesen Klippenwanderweg gelaufen. Die Insel ist innerhalb von einer Stunde umrundet. Je nachdem, wie schnell man läuft, kann man auch 2 Stunden dafür verbrauchen. Aber da oben stand die Luft, da stand der Planet. Man hat keinen Schatten, weil da oben auch kein Bewuchs außer Gras und Moos und ein kleiner Holunderbusch, der aber auch keinen Schatten spendet. Also da ist nichts, was Schatten spendet. Und der Planet steht und steht und steht. Und da haben wir uns ein bisschen verbrannt. Da hatte ich mich nämlich für den etwas zu geringen Lichtschutzfaktor wahrscheinlich entschieden. Aber auch das hat sich ganz gut weggebräunt. Also ich hatte hier so einen Streifen rüber. Und das hat alles gut funktioniert. Also Sonnenschutz hat funktioniert, im Gesicht auch. Ich bin nicht wirklich braun geworden, weil ich hatte den Lichtschutz drauf, immerhin 50er, ich hatte das Make-up drauf und ich hatte den Hut auf, ne? Also insofern, ich werde da nicht sonderlich braun, ich kriege ein bisschen mehr Farbe, meine Nase sticht halt hervor. Aber wir waren beim Make-up. Also wie gesagt, diesen Concealer hätte ich gar nicht gebraucht, dessen hätte es nicht bedurft, weil da hat mir das hier vollkommen gereicht, ich habe ja auch nicht so dick aufgetragen. Das nächste, wo ich ein bisschen falsch gegriffen habe oder mich ein bisschen vergriffen habe, ist Mascara. Ich war mit beiden nicht ganz so glücklich. Also bei der Lancôme ist es so, ich glaube, sie ist sie ist zu trocken. Das ist ja die wasserfeste, die hatte ich ja mitgenommen wegen Schwitzen und so. Es hat trotzdem abgestempelt hier oben so ein bisschen so ein Hauch und sie klumpte mir zu stark und ich habe sie nicht abgeschminkt gekriegt. Ihr seht vielleicht hier eine kleine Lücke zwischen meinen Wimpern. Das ist beim Abschminken passiert. Ich hatte kein Augen-Make-up-Entferner mit. Ich hatte nur das Reinigungsöl von MAC dabei. Natürlich mein normales Reinigungsmittel und ein Micellenwasser. Und ich habe diese Mascara nicht abbekommen von den Augen. Und wie gesagt, ich habe hier auch die Lücke. Die Wimper wäre wahrscheinlich eh ausgefallen. Ich habe ja das Revita Lash abgesetzt, habe eine Weile kein Wimpernserum benutzt und jetzt benutze ich mal ja, mal nein. Das Nutri Lash, glaube ich.
Ich hatte es auch, als ich das Revita Lash hatte, hatte ich immer mal so eine Lücke dazwischen. Irgendwann fällt so eine Wimper halt aus. Aber es hat sich schwer abschminken lassen und sie ist, glaube ich, jetzt wirklich durch und trocken. Sie hat kein schönes Ergebnis mehr gemacht. Ich habe sie auch versucht, einzeln zu tragen. Deswegen geht sie ins Aufgebrauchtkörbchen. Und die Giorgio Armani, die hat mir irgendwie, die, Gott sei Dank hatte ich die noch mit, ne? Also die hat so ein bisschen gerettet. Die lässt sich auch ganz gut abschminken. Aber irgendwie habe ich da nicht so meinen Wawawum hingekriegt. Und wie gesagt, sie stempelt ja auch gerne mal ab. Hat sie nicht gemacht, weil ich sie in der Kombination mit der anderen getragen habe. Aber da war ich mit der Wahl nicht so glücklich. Ich habe dann zwischendurch gedacht, Mensch, hättest du mal die Essence Lash Princess mitgenommen, die grüne. Die hat ja, das ist ja auch so eine Bank, so ein leicht konisches, textiles Bürstchen. Oder aber die Catrice Blackest False Lashes. Das ist eigentlich meine, das ist jetzt hier schon die dritte, die ich mir gekauft habe. Die ist eigentlich auch so eine Bank, eine tolle Mascara und ich glaube, auf die beiden wäre Verlass, wäre auch, dass sie nicht, auch wenn sie, oh Gott, auch wenn sie nicht wasserfest sind, wäre auf die beiden Verlass gewesen. Eine davon hätte ich mitnehmen sollen, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Lippenstift habe ich nur morgens aufgetragen und nach dem Frühstück war er weg, dann habe ich ihn, einmal habe ich ihn nochmal nachgetragen, dann habe ich es aber vergessen. Ich habe Lippenstift über den Tag nicht verwendet. Das mache ich auch so meistens nur, wenn ich im Büro bin, wenn ich dann mittags dran denke nach dem Essen, dass ich mir nochmal Lippenstift nachtrage. Vielleicht hätte es einfach einen Lippenpflegestift oder irgendwas, der hätte da gereicht. Das hat es aber nicht fett gemacht. Und ansonsten bin ich super mit hingekommen, hat alles gepasst, mir hat nichts gefehlt. Ich habe mich gut gefühlt, gut gestylt ist ja im Urlaub auch so ein bisschen. Ich habe hier gerade ein bisschen gekleckert. Letztendlich beim Augen-Make-up sitzt sowieso meistens die Sonnenbrille drüber. Obwohl gestern war es nicht sonnig. Gestern habe ich gar keine Sonnenbrille getragen. Aber alles andere hat super gepasst. Was ich jetzt machen muss, ist Pinsel waschen. Denn, also damit habe ich ja meine Cremeprodukte, meinen Concealer aufgetragen. Da sieht man hier hinten, der muss unbedingt mal gereinigt werden. Der ist verklebt, das muss sauber gemacht werden. Und der Pinsel, den habe ich heute auch nochmal benutzt. Also ich habe ihn jetzt quasi am, wo wir uns geschminkt haben. Dann habe ich ihn am Freitag, Samstag, Sonntag, also wir haben uns geschminkt, Freitag, Samstag, Sonntag und heute 5 Tage habe ich ihn verwendet. Also eine Woche kommt man damit hin. Man darf aber nicht vergessen, dass die Mineral Foundation kein Puder ist, sondern eine Foundation. Das heißt, sie bildet hier drinnen natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen Rückstände, die cremig, also wenn man die auf die Haut arbeitet, kriegt sie ja so einen Creme-Touch. Ne? Also nicht so, dass man jetzt denkt, man schmiert sich da Nivea-Creme rein, aber es, man merkt es dann nachher schon. Und wenn man dann immer nochmal in den Bronzerpuder und ins Rouge reingeht und das vielleicht zu lange macht, man trägt die Produkte ja durcheinander auf, dann sollte man den zwischendurch reinigen. Ansonsten, ich glaube, mit einer Woche kommt man damit super hin in einem Urlaub. Das kriegt man super hin. Den könnte man ja zwischendurch auch waschen. Man kann den ja auch zwischendurch waschen. Abends gewaschen, rausgelegt oder morgens nach dem Schminken gewaschen, rausgelegt in die Sonne. Dann ist er den nächsten Tag auch wieder trocken. Also das funktioniert schon ganz gut. Also ansonsten war ich mit meinem Schminkkörbchen echt zufrieden. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich war nicht overdressed. Ich war nicht underdressed. Ich habe mich gefühlt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob man jetzt meine Rötung stark sieht oder nicht. Ich habe mich einfach gut durch den Tag gefühlt. Ohne wäre ich nicht so glücklich gewesen. Also wie gesagt, das Einzige, was jetzt hier die zwei Sachen, die jetzt in meinem Schminkkörbchen nicht gepasst haben, sie jammern auf hohem Niveau, ist der Concealer, den ich hätte hier lassen können und eine andere Mascara mitzunehmen. Und das ist mein Fazit, mein Schminkkörbchen. Wie gesagt, schreibt mal rein, was ihr unbedingt mit in den Urlaub nehmt oder lasst ihr eure Kosmetik, eure dekorative Kosmetik komplett zu Hause. Dekorative Kosmetik ist das Stichwort. Ich wollte euch ja eigentlich sogar noch zeigen, was ich eingekauft habe. Keine dekorative Kosmetik. Aber
bei meiner Pflegekosmetik war ich mir ein bisschen unsicher. Ich wollte nicht so wahnsinnig viel mitschleppen. Das ist natürlich auch, wenn man verreist, wenn man fliegt und dann eine Gepäckbeschränkung hat, dann nehme ich natürlich nicht meine The Ordinary Glasfläschchen alle mit. Da war ich nicht ganz so glücklich mit der Auswahl. Da werde ich mich aber beim nächsten Mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, was ich da dann mitnehme. Und dann können wir das vielleicht auch nochmal als Video machen. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ich eingekauft habe, weil wir waren ja auf Helgoland. Was ich so gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte, ist, dass man da ja zollfrei einkaufen kann und auch mehrwertsteuerfrei. Das hatte ich nicht so ganz auf dem Zettel. Natürlich habe ich das gewusst, aber ich habe mich jetzt nicht vorbereitet. Was möchtest du dir denn da jetzt kaufen und wonach willst du nochmal gucken? Man hat natürlich bei zollfreiem oder bei Duty-free in meinem Kopf Schnaps, Zigaretten. So, ich trinke mal noch einen Schluck. Sonst wird mir mein Hals zu trocken. Man hat Schnaps und Zigaretten. Dekorative Kosmetik hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Habe ich dann gesehen, dass es das auch gibt und Parfüms gibt es auch. Und ich zeige euch mal ganz kurz. Ups, es klingt schon gut, ne? Also das ist ja hier immer mein Rucksack, den ich mit dabei habe, der aber leider auch eine kleine Macke hat, der wird nicht mehr ewig halten. Also ich habe hier schon, das nehme ich mir mittlerweile ja immer mit im Urlaub, wenn wir irgendwo sind, ich habe hier schon einen Taschenbaumler von Seattle. Den habe ich dann nachher nach langem Suchen auch für Helgoland gefunden, aber ich weiß nicht, was Helgoland jetzt großartig mit der Gay-Community zu tun hat. Also den habe ich mir aus Seattle mitgenommen. Damit fing alles an. Dann habe ich mir letztes Jahr aus Rom einen Taschenbaumler mitgenommen. Dann haben wir hier irgendwo, wo ist es denn? Hier. Ein Pin von Griechenland. Und dann habe ich mir natürlich jetzt einen Helgoland-Pin. Also einmal die Klippe, also die Skyline von Helgoland und den Leuchtturm von Helgoland mitgenommen. Ich hätte gerne was anderes gehabt, aber so habe ich wenigstens was. Das ist also mein Reiserucksack, der sich dann auch immer füllt. Irgendwann werde ich den Rucksack mal austauschen müssen, aber naja. So, dann habe ich hier oben was halt. Ups, das passte da jetzt nicht mehr alles rein. Wir haben uns mitgenommen, ein bisschen Lakritz. Wir essen ganz gerne Lakritz, ich noch ein bisschen mehr als Sven. Und zwar haben wir uns holländischen Lakritz mitgenommen. Sweet and Salty. Diesen. Von Van Sloten. Ich weiß noch nicht, wie das dänische Lakritz, das holländische Lakritz schmeckt. Wir werden es erleben. Dann haben wir Rich Licorice Mix. Keine Ahnung. Sieht aus wie so eine Mischung. Ja? Wir werden das testen. Süßwarenmischung aus süßen holländischen Lakritz, Starklakritz. Das ist nichts für Kinder, Starklakritz. Steht extra drauf, nicht für Kinder. Und eins haben wir noch, das ist auch so eine Mischung, Salty and Salmiak. Auch ein Mix. Salzig. Das ist salziges Lakritz. Das mögen wir auch gerne. Also die drei haben wir uns mitgenommen. Wir rauchen ja Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben für einen Kollegen von Sven, der es nicht ganz so üppig hat, der aber auch raucht, Zigaretten mitgebracht. Die halte ich aber hier nicht in die Kamera, weil don't smoke. Ich habe, wie viele Jahre habe ich denn geraucht? 20 Jahre und rauche jetzt seit 10 Jahren nicht mehr. Ich habe von heute auf morgen aufgehört. Das habe ich aber irgendwann schon mal auf dem anderen Kanal erzählt. Aber ich habe eine Leidenschaft für Gin Tonic entwickelt und schon etwa seit 2 Jahren. Ich habe dann bei der Beratung in dem Duty Free Shop bei einem anderen Kunden gehört, dass Gin Tonic das neue Modegetränk ist. Ich war also Trendsetter. Ich trinke Gin Tonic nicht jeden Tag, vielleicht mal am Freitag oder am Samstag ein Glas abends. Zum Einläuten des Wochenendes, aber ich trinke ganz gerne mal einen Gin Tonic. Und wenn wir mit Stampin' Up unterwegs waren, habe ich gerne im Mutai One, ist mir empfohlen worden, der Brandstifter Gin, das ist Berliner, das ist ein deutscher Gin, der auch sehr gut schmeckt. Und das Witzige ist, es gibt hier eine Editionsnummer und eine Flaschennummer. Das finde ich ja besonders gut. Ich habe den erst gar nicht entdeckt, weil der ist normalerweise nochmal in Papier eingewickelt. Deswegen. Der ist sehr lecker. Dann ist mir empfohlen worden von dem jungen Mann ein Skin Gin. Das ist auch Handcrafted German Dry Gin. Also ist auch ein deutscher,
Gin und die Botanicals, die in dem Gin drinne sind, die sind hier in der Hamburger Region gepflückt worden. Und in altes Land, close to Hamburg. Skin Gin ist manufactured in altes Land, close to Hamburg, Germany, where the gin is distilled and the bottles made by hand. Also das sind sogar handgemachte Flaschen. Und das fand ich sehr schön. Der war auch ein bisschen teurer. Der hat, glaube ich, selbst im Duty Free 29 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du den mal mit. Und Sven ist mit mir extra nochmal zum Zollamt gelaufen. Weil das sind 0,7er Flaschen. Und der junge Mann vom Duty Free Shop hat gesagt, man darf ja 1 Liter pro Person mitnehmen. Hat er gesagt, davon dürftet ihr, wenn ihr zu zweit seid, sogar 4 Flaschen mitnehmen. Und habe ich gesagt, das kommt doch aber nicht hin, weil wir dürfen ja nur 1 Liter. Sagt er, ja, wenn es 0,7er Flaschen sind, darf pro Person dürfen dann 2 Flaschen mitgenommen werden. Dann ist Sven aber mit mir extra nochmal zum Zollamt, um sich zu vergewissern, ob das auch wirklich so ist. Nicht, dass sie uns hier in Hamburg, weil wenn man Zoll anmeldet, muss man es auf Helgoland machen, nicht erst in Hamburg. Weil in Hamburg ist nicht wirklich eine Zollkontrolle, aber es kann natürlich passieren, dass die Zöllner den Halunderjet abwarten und dann mal Stichproben machen. Ne? Und dann ist es zu spät, um es anzumelden. Deswegen muss man das auf Helgoland anmelden. Und Sven ist vorher extra nochmal mit mir zum Zollamt und hat sich vergewissert, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich hier noch eine Flasche, das ist eine Literflasche, das ist italienischer Gin, Malfi. Der ist mir empfohlen worden und Sven hat schon gesagt, wir sollen mal unten draufschreiben, wann wir den gekauft haben und dann festzustellen, wann er leer ist. Also ich denke, ich werde hier locker 2, 3 Jahre dran zu trinken haben. Naja, 2 Jahre. Wie gesagt, ich trinke gerne am Wochenende mal Gin Tonic. So. Und dann habe ich mir natürlich noch ein bisschen was, was für diesen Kanal vielleicht auch interessant ist, mitgenommen. Das habe ich aber mehr so im Vorbeigehen mitgenommen, weil es wird bald alle. Ich habe ja neulich meine Parfüms umgeräumt, alle zusammengesammelt und hier in Schränkchen gepackt. Und von Hugo Boss, das Mavi. Das ist, seitdem wir in Schweden waren, mein Signature-Duft gewesen. Den habe ich sehr geliebt. Ich habe mittlerweile auch noch 2 andere von Hugo Boss, die mir sehr gut gefallen. Aber da musste ich nicht dran schnüffeln. Das hat mich nicht überfordert, weil da stehen so viele Parfums. Und ich bin dann auch nicht, habe dann nicht die Ruhe, mich durchzutesten. Und da wusste ich, das nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Und das war ganz günstig. Das ist das Mavi Parfum, das Eau de Toilette. Mag ich sehr gerne. Seht ihr dann sicherlich auch nochmal in meiner Parfümsammlung. Weil wie gesagt, das habe ich jetzt. Ich habe schon eine große Flasche leer. Ich habe jetzt noch so eine kleine Reiseflasche. Und jetzt habe ich mir nochmal eine große nachgeholt. Das ist ein Parfüm, was ich wirklich sehr liebe, was ich auch immer wieder nachkaufen werde, damit es einfach bei mir ist. Ich benutze es in letzter Zeit eher selten. Aber im Moment benutze ich das Summer von CK1, das vom letzten Jahr. Das von diesem Jahr soll nicht ganz so toll sein. Die Sommerdüfte, die halten nicht lange. Ne? Die riechen schön frisch, aber die halten nicht den ganzen Tag. Ich habe mir nochmal in so eine kleine Mitnehmflasche, hier in sowas habe ich mir das nochmal aufgefüllt, dass ich das nochmal nachtragen kann. Bei dekorativer Kosmetik, jetzt kommen wir hier echt in Schwatzen, ne? Das wird ja fast, hat ja fast Vlog-Charakter. Bei dekorativer Kosmetik war ich auch gucken, aber da hat mich nichts angesprungen. Also sie hatten von Estee Lauder Aufsteller da. Da war ich, wie gesagt, auch nicht vorbereitet. Und im Moment habe ich nur 1 bei mir auf dem Wunschzettel. Das ist von Estee Lauder, die neue Foundation. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Ich blende sie euch mal mit ein. Auf die bin ich wirklich scharf. Die gibt es aber hier noch nicht in den üblichen verdächtigen Stores. Auf Estee Lauder kann man sie kaufen. Aber da hatten sie sie auch noch nicht. Deswegen war das für mich schon mal uninteressant. Lippenstifte. Ich habe genug Lippenstifte, da hat mich jetzt nichts gereizt, auch das, was ich gesehen habe. Dann fingen sie an so von wegen, ja, wir haben hier noch ein paar Auslaufmodelle, die aus dem Sortiment gehen. Ich sage, damit kann ich erst recht nichts anfangen, weil wenn ich hier ein Video mache, bringt es ja überhaupt nichts, wenn ich euch irgendwelche Sachen zeige, die nicht mehr aktuell sind, die man nicht mehr bekommt. Und da hat mich auch keine Farbe angesprungen und da habe ich auch meine Farben, da brauche ich auch nichts. Und bei Foundations, dann hatten sie noch einen Shiseido-Aufsteller. Shiseido Synchro Skin habe ich da als Foundation. Ich wollte jetzt auch nichts anderes ausprobieren. Ich bin auch gerade gar nicht so up to date. Guerlain hatten sie gar nicht. Was hatten sie dann noch? Chanel, da bin ich nicht so up to date. Also es war nichts, was mich angesprungen hat. Ne? Also da habe ich gedacht so, nö,
muss ich nicht mitnehmen. Hatte ich auch nicht die Ruhe, war mir auch zu warm und mit Mundschutz. Ich mag da nicht shoppen. Ich komme da nicht in Shoppinglaune. Ach, eins haben wir uns noch mitgebracht, Untersetzer für. Wir haben ja immer so, dass wir uns eine Reiseutensil mitbringen, aber halt keine Stehrumchen und Staubeinchen mehr, sondern entweder ein Bild für unsere Reisewand oder irgendwas anderes, was man auch so im täglichen Bedarf hat. Und da haben wir uns so Holzuntersetzer mit Helgoland und den Längen- und Breitengrad. Es ist da so eingebrannt, mitgebracht, da hat jeder auf sein Couchtischchen. Das ist das, was ich eingekauft habe. Für diesen Kanal ist ja wahrscheinlich nur das interessant, aber so habt ihr nochmal den kleinen Helgoland-Hall mitgesehen. So, und ich sollte jetzt aufhören zu quatschen. Es ist schon 8:55. Ich sollte jetzt mal in meine Werkstatt und anfangen zu arbeiten. Es gibt nämlich noch viel zu tun, weil ab Mittwoch tritt dann ja wahrscheinlich, wir haben ja festgestellt, es ist noch gar nicht beschlossen, die Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Und da muss ich mal gucken, da muss ich erstmal Rechnungen alle auf Stand bringen und gucken, wie ich das mit meinem System mache, wie ich meine Kasse update. Vielleicht ist von Lexware auch endlich mal eine Information gekommen, wie dieses Buchführungsprogramm, Buchhaltungsprogramm geändert wird. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung. Aber ich muss da erstmal alles auf Stand bringen, dass ich da keine böse Überraschung erlebe, wenn am Mittwoch diese Steuersenkung kommt. Totaler Blödsinn. Es wird die Konjunktur nicht ankurbeln und wenn es sie kurzfristig ankurbelt, wird es danach erstmal wieder runtergehen. Also ich finde dieses Programm mit der Mehrwertsteuersenkung vollkommen überflüssig. Aber das ist hier ein Beauty-Kanal, hier geht es nicht darum. Bin so ein bisschen in Vlog-Laune gerade. Das sollte ich dann vielleicht mal nutzen, um den Vlog dann noch zu beenden. Mal gucken, ob mein Mann sich endlich mal gemeldet hat, wo er denn dieses Kabel für seine GoPro hat, dass ich die Daten auch noch mit rüberziehen kann. Und dann sehe ich mal zu, dass ich die nächsten Tage auch den Helgoland-Vlog geschnitten kriege. Den seht ihr dann auf meinem Hauptkanal. Hier oben unterm i findet ihr meinen Hauptkanal. Den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Aber das ist da kreativer Input und die Vlogs. Und hier sind wir einfach beim Beauty-Thema, ne? So, und jetzt verabschiede ich mich für heute und beende das Video an dieser Stelle und wünsche euch eine schöne Zeit. Ich werde wahrscheinlich meinen Haul dann auch nochmal im Vlog zeigen und dann sehen wir uns demnächst hier wieder auf diesem Kanal. Ach so, ja. Oh. Das hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen. Während unserer Helgoland-Reise haben wir auf diesem Kanal die 1000 Abonnenten erreicht. Yay! Toll, dass ihr mit dabei seid. Habt vielen lieben Dank, dass ihr diesen Kanal abonniert habt und mir gerne folgt und auch für alle Kommentare, die da kommen und dass ihr gerne hier mal reinschaut. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe auch, dass wir noch weiter wachsen. Aber die erste Hürde, die ersten 1000 haben wir jetzt genommen. Und das 1000 Abonnenten Special kommt demnächst auch auf diesem Kanal. Ich kann es jetzt endlich abdrehen, weil das letzte Teil, was ich noch brauchte, ist zwischenzeitlich auch gekommen. Und dann machen wir demnächst das 1000 Abonnenten Special auf diesem Kanal. Schaltet also unbedingt wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.